Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Okay. Da muss ich das natürlich jetzt irgendwie anders aufziehen. Leider Gottes, weil ich kann da jetzt nicht irgendwo rumstehen und... Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde... Ja, wobei, da bekomme ich ja keine Seeds. Seeds sage ich schon. Hier gehe ich mal gleich hin. Einfach mal gucken, wie groß die Bäume da sind. Wenn die einigermaßen groß sind, werde ich da mal ein bisschen was fällen. Und du bleibst mal lieber hier vorne. Die nehme ich jetzt nochmal mit, damit ich mich ein bisschen voll hungern kann. Meinen Magen vollhauen kann. Und dann heile ich mich natürlich nochmal eben. So, natürlich werde ich die Nacht dort verbringen. Auch wenn das natürlich heißt, dass ich eventuell ein bisschen mehr Holz verschwende, als ich bekomme. Ja, wobei, hier bekomme ich eigentlich einigermaßen viel Holz. Das heißt, ich werde mal eben schnell hier mein Lager hinhauen. Und mal dann eben schnell hier rumhacken. Da bekomme ich natürlich auch wieder, wenn die jetzt so bleiben, 8 Seeds, glaube ich. Beziehungsweise 8 Samen, damit ich das alles hier wieder pflanzen kann. Setzlinge. Und das kann ich dann natürlich gut nutzen, um da oben meinen ganzen Wald irgendwie wieder voranzutreiben. Ah, den hier fertig noch. Dann gehe ich mal schnell wieder zurück zum Lager hier. Ah, bin da. Und dann pflücke ich gleich nochmal ein paar Gräser ab hier, damit ich mir eine kleine Anzahl von Gräsern hier irgendwo als Stack halten kann. Weil man, soweit ich weiß, kann man die Teile nicht irgendwie einzeln aufteilen. Also die einzelnen Stacks zum Beispiel in jeweils fünf einzelne Portionen teilen oder so. Das habe ich bisher noch nie wirklich gesehen oder irgendwie gemacht oder sowas. Kann man das denn oder kann man das nicht? Also ich habe da bisher noch nie wirklich was gesehen. Dementsprechend glaube ich einfach mal, dass es nicht wirklich so der Fall ist, dass man das machen kann. Aber hey. Ich futter mal was, auch wenn das jetzt relativ sinnfrei war. Das sollte ich mal ein bisschen aufpushen. Und mir eine neue Axt machen. Die ist schon wieder kaputt. Mann, Mann, Mann. So. Ja, hier. Wir haben jetzt schon wieder 11 Setzlinge, also damit können wir uns einen kleinen Wald anpflanzen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Und mit, und ich denke mal, 15 Holz sollten in einer Kiste, glaube ich, reichen. Ja, wobei, machen wir mal 16 rein. Und dann gehe ich natürlich nochmal eben schnell hier gucken. Oh, die haben ihre Eier noch nicht gefressen. Zumindest der Großteil hat die Eier noch nicht gefressen. Ja, wobei, ein Ei liegt da jetzt nur noch. Jetzt sollten sie sich pennen legen. Das heißt, ich kann da gleich mal eben schnell rein. Ja, 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 bla, bla, blob. Ist hier noch mehr? Noch mehr Eier? Nein, Pilz. Pilz. Nein, okay. Ein Ei haben wir. Immerhin. Wir haben ein Ei. Das können nicht alle Kakteen von sich behaupten. So, das muss natürlich jetzt wieder ein bisschen hochgepusht werden. In der nächsten Nacht können wir ein bisschen mehr rumrennen, auch wenn wir natürlich nicht wirklich viel rumrennen können, da uns natürlich wieder relativ schnell kalt wird. Aber theoretisch könnten wir das. Wir könnten es theoretisch. Das ist doch auch was. So, den Baum hier auch noch schön nehmen. Und die Schaufel ist kaputt. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns mal eben eine neue Schaufel. Und müssen dann gleich mal eben schnell hier in Rennen die Kiste ablegen und dann eben den Stuff da reinpacken. Ach man. Ach, man kann das tatsächlich aufteilen. Ich habe nichts gesagt, Leute, ich habe nichts gesagt. Braucht nicht mehr in die Kommentare schreiben. Ich habe es bisher nur noch nie wirklich versucht, glaube ich. Ich glaube, das hier sollte ausreichen, von hier nach da zu kommen. Da muss ich irgendwie 2, 3 Campfires machen. Und hier ebenfalls. Dann da.
Das sollte eigentlich ausreichen. Warte, packe ich da jeweils nochmal 5 zu. Wir brauchen wie viel Gras für ein so ein Teil? 3. So. Ja, das reicht meiner Meinung nach. Gleich pflücke ich nochmal ein bisschen Gras. Und dann haben wir es eigentlich. Du bleibst bitte relativ hoch. Ich habe da jetzt nicht wirklich viel Lust, dir elendig zu verrecken. Ah. Ihr seht schon, auch ich kann Don't Starve immer wieder neu für mich entdecken. Bup. Aha. Das Problem ist natürlich jetzt, wir haben keinen Rucksack dabei. Das heißt, ich kann nicht so viel mit mir rumschleppen. Das wagst du gar nicht. Weiche von mir, böser Geist. Und er hat's getan. Okay, 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 okay. Ich werde gleich hundertprozentig noch ein Campfire machen müssen. Aber wenigstens können wir uns schon mal so ein bisschen versorgen. Touchstone-technisch. Okay, wenn wir jetzt mal sehen. Wir sind jetzt von da oben vom Campfire bis hierhin gelaufen und sind jetzt schon wieder relativ am Arsch, was das angeht. Da sollten 2, 3 reichen. Da ist der Touchstone, hier ist die Chest. Das und das, das sollte eigentlich reichen. Ja, ich hab ja verstanden. Ich hab ja verstanden, Spiel. Oh! So. Hier können wir uns eigentlich nochmal eben schnell aufhalten und die Bäume kaputt hacken. Finde ich eigentlich gerade eine ganz knorke Sache. Da bekommen wir nochmal ein paar neue Setzlinge. Warte. So. So. Aber die zwei möchte ich nur eben haben, damit die Axt wieder eine ordentliche Prozentanzahl hat. Weil ich hasse es ja, wenn die Axt irgendwie 56% hat oder irgendwas, womit man dann im Grunde die Axt nicht genau aufbrauchen kann. Da könnte ich immer wieder von kotzen. Aber hey. 40. Wenn wir jetzt noch 2 hiervon nehmen und einen von den kleinen, dann haben wir das im Grunde perfekt aufgebraucht und ich bin glücklich. So, nochmal ein bisschen was hier rein. Bisschen aufwärmen. Und weiter. Ach, ist das nicht schön, Leute? Ist das nicht schön? Also mein persönlicher Rekord in Don't Starve Reign of Giants ist ja mit Webber. Webber 125 Tage. Das ist eigentlich ein ganz akzeptabler Rekord, zumindest für mich. Also ich weiß gar nicht, wie mein allergrößter Rekord ist. Also so insgesamt an Tagen. Ich glaube, der dürfte so an die 157 sein oder 147. Ich weiß es nicht mehr genau. Braten wir mal schnell das Ei. Wupp. Der ist aber auf jeden Fall mit Wolfgang und den und das habe ich sogar noch, den Spielstand. Da habe ich sogar jede Menge Zeugs gesammelt, aber der Spielstand, den habe ich so lange in Ruhe gelassen, weil ich da eigentlich so viel entdeckt habe und eigentlich nicht mehr wirklich mehr entdecken konnte. Da ist mir dann einfach die Lust total vergangen. Da war einfach das Problem, dass ich einfach rein gar nichts mehr hatte, was ich irgendwie so, was ich irgendwie entdecken konnte. Das war einfach das größte Problem an der Sache. Okay, wir müssen uns jetzt noch bis da ganz oben hinkämpfen. Das sollten wir eigentlich schaffen, würde man meinen, ne? Ich glaube, ich sollte mir mal Karnickel fangen und mir dann so eine, Ohrschützer damit machen. Das könnte, glaube ich, auch ganz gut für den Winter sein, besonders für den, netten Kaktus. Weil der im Winter ja relativ schnell anfängt, abzukacken, wie man hier sieht. Ah, die haben ihre Eier schon wieder aufgefressen, diese Bastarde. Ja, ist gut, ist gut, ist gut.
Ist gut. Hier, Feuer, freudig. So, ein bisschen aufwärmen, dann schnabulieren wir mal eben schnell was. Und zwar die gekochten Bären. Und da müssen wir uns doch bis hier oben hinkämpfen. Ist natürlich... Ah, warte mal, da ist auch noch ein Schweinehaus. Da ist noch ein Schweinehaus, sehe ich gerade. Ich gehe mal eben schnell zu unserem Lager und hol mal den Hammer. Dann können wir uns im Grunde auch direkt das Schweinehaus holen. Ich habe ja zwei Schweine heute. Das heißt, wir können rein theoretisch noch ein weiteres Schweinehaus hier hinbasteln. Das würde mir persönlich natürlich echt extrem zusagen. Kannst du mal aufhören, hier zu frieren, mein lieber Kaktus? Das gefällt mir rein gar nicht. Und ich bin mir nicht sicher. Entweder müsste jetzt gleich wieder Vollmond sein oder am nächsten. Also in der nächsten Nacht. Zumindest war es jetzt gerade relativ nah dran, ein Vollmond zu werden. Wo gehen die hin? Direkt da vorne, okay. Da könnte ich rein theoretisch auch mal mit meinen Schweinen irgendwie so ein kleines Attentat starten. Wenn ich die dann habe. Da, okay. Da könnte ich mal die Vögel so ein bisschen angreifen und gucken, was man da so machen kann. Ich weiß, dass die droppen, glaube ich, Fleisch, also so normales Fleisch. Die können, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, können die auch Drumsticks droppen? Ich hab's verstanden. Hör auf, zieh mir nicht noch mehr Leben ab. War das ein Speer, der relativ kaputt ist, oder habe ich den übersehen? Ich überprüfe mal schnell. Ach, ein 100% Speer. Ja, nehme ich mit. Und die verpissen sich hier unten hin. Okay, am Touchstone bin ich jetzt schon vorbei. Da ist er ja. Dahin. Da kommt dann das rein und das. Okay, Vollmond haben wir erst nächste Nacht. Dann muss ich mich hier jetzt erstmal wieder im Dunkeln aufhalten. Geil. Ja, und hier kann man jetzt auch nicht wirklich viel machen, ne? Also, ich habe mir gerade eine super Stelle ausgesucht eigentlich. Ich hätte auch noch dann da unten gehen sollen. Da hätte ich wenigstens mit den Trollbirds kämpfen können. Aber ich sehe auch, die Karte ist gerade ein wenig verschoben. Warte. So ist die richtig. Okay. Läuft doch. Also ich muss mich gerade ein bisschen strecken. Ja. Was habe ich denn noch so zu belabern? Gerade eigentlich nicht wirklich so viel, muss ich echt zugeben. Bis auf die Tatsache, dass ich mich immer noch sehr darüber freue, dass ihr so an diesem Projekt teilnehmt. Und euch momentan anscheinend immer noch nicht die Lust daran vergangen ist. Da muss ich echt natürlich sagen, meinen äußersten Respekt. Wie genau das jetzt mit Yu-Gi-Oh! Verläuft, weiß ich ja noch nicht genau. Es scheint ja doch einigermaßen gut anzukommen und ist ja auch gewünscht, dass man das eventuell öfter bringt. Aber wie oft jetzt genau, weiß ich eben noch nicht. Also ich bin immer noch am Rumüberlegen, wie genau ich das jetzt mache. Ob ich das irgendwie alle zwei oder alle drei Tage oder keine Ahnung, zwei, dreimal in der Woche raushaue. Ich habe echt einfach keine Ahnung, wie genau ich das machen will. Da muss ich echt noch drüber nachdenken. Es kommt halt immer darauf an, wie genau man jetzt zu guten Aufnahmen kommt. Weil ich möchte jetzt nicht wirklich Duelle hochladen oder Runden hochladen, wo die Duelle wirklich nur wenige Minuten gehen. Das gefällt mir ehrlich gesagt selber nicht. Ich persönlich bin ja eher der Fan von wirklich ausdauernden Duellen. Ah, da muss ich kurz was trinken. Von ausdauernden Duellen. Das heißt, welche, die wirklich lang gehen. Wo man auch wirklich viel Spaß hat. Wo es wirklich immer wieder so ein Hin und Her ist. Wo man wirklich noch nicht mal ansatzweise weiß, verdammte Scheiße, wer gewinnt denn jetzt? Solche Duelle sind wirklich verdammt geil. Und da freue ich mich wirklich immer wieder drauf, wenn ich solche Duelle sehe. Oder habe.